Sie haben sich mit Peter Kogler für einen arrivierten Künstler entschieden und nicht für einen Newcomer bei dieser Messe. Warum? Ja, Peter Kogler war einer meiner ersten Künstler, die ich 1986 schon präsentiert habe. Wir sind auch die Druckerei gewesen, die die großen Installationen, Documenta, die Tapeteninstallation von ihm seit Jahren gedruckt haben, von Documenta über Biennale. Und ich auch der Meinung bin, dass Peter Kogler in Wien leider nicht richtig oder zu wenig repräsentiert ist für das, für die Bedeutung dieses Künstlers. Und darum ist es für mich eine Herzensangelegenheit, Peter Kogler zu machen. Das heißt, Sie versuchen neue Interessentengruppen zu finden auf der Messe? Nein, das weniger, sondern eigentlich ein Hinweis und ein Fingerzeig auf seine Arbeiten, die ja eigentlich europaweit und international bekannt sind. Und das ist eigentlich darum, mache ich ihn.